François Olonez, ein berüchtigter Pirat des 17. Jahrhunderts, führte ein Leben voller Gewalt und Grausamkeit auf den karibischen Gewässern. Olonez soll gefangene spanische Seemänner gefoltert und ihre Herzen bei lebendigem Leib herausgerissen haben, um sie zu verspeisen. Ein weiterer grausamer Fakt über ihn ist, dass er bei einem Angriff auf die Stadt Maracaibo in Venezuela gefangene spanische Bürger gefoltert haben soll, um Informationen über versteckte Schätze zu erhalten. Er soll Männer und Frauen gefoltert und ganze Familien terrorisiert haben, was ihn zu einem der brutalsten und gefürchtetsten Piraten seiner Zeit machte.